Hallo meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Crash Bandicoot and Saint Trilogy. Wir haben im letzten Part Dr. Entropy besiegt, so hieß er glaube ich, und sind jetzt tatsächlich in der vierten Welt. Es steht uns gar nicht mehr so viel bevor tatsächlich, nur noch die vierte Welt und dann die letzte Welt. Dann haben wir zumindest das offizielle Spiel durch, aber dann gibt es ja noch eine Bonuswelt und die Zeitrelikte und die ganzen Edelsteine und holy shit. Nein, ich wollte nicht auf 17. Hier. So, Level 16, dann wollen wir doch mal direkt reingehen. Kein Gelaber von irgendeinem Gesicht? Okay, gut, dann halt nicht. Ich habe übrigens erfahren, dass der Boss in dieser Welt im Original ziemlich schrecklich gewesen ist. Ich bin mal gespannt, wie er hier ist. Okay, gehen wir mal nach... Aha! Seht ihr, genau aus solchen Gründen gehe ich am Anfang eines Levels immer nach hinten. Weil da immer etwas sein kann. Und hier gibt es direkt zwei Wege. Das gefällt mir gar nicht. So, hier gibt es nichts. Hier muss ich wahrscheinlich mit dem Gleiten rüber. Und hier... Jo. Ich muss mich mit dieser Gleitenfähigkeit noch ein bisschen vertraut machen. Weil sie funktioniert hier ein wenig anders, wie ich sehe. Man kann hier nämlich wirklich ziemlich gut damit... drehen, also damit wirklich ziemlich gut gleiten, während das in der Zornes-Kontext tatsächlich gar nicht mal so gut funktioniert hat. Aber gut. Ich verstehe immer noch nicht, warum diese Pharaonen hier fucking Flammenwerfer haben. Achso, wollte gerade sagen. Jetzt möchte ich aber trotzdem wissen, was da hinten war. So, wir laufen mal zurück. Aufpassen auf die Abgründe. Und auch darauf aufpassen. Aber scheinbar... Okay, sie aktivieren sich doch noch. Ich dachte gerade, sie aktivieren sich nicht mehr. So, vor... Was machst du denn hier? So, vorsichtig sein. Nicht in irgendeinen Abgrund laufen. Das war knapp. So. Und dann bin ich wieder hier. Alles klar. So, dann mal gucken, ob es funktioniert. Okay, hat gut funktioniert. Mal gucken, ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Wow! Darauf habe ich gerade nicht geachtet. Ach so, wenn ich die Sage zerstöre, kommt da diese Mumie raus. Kann ich da drüber laufen? Ja, kann ich, aber das ist ölig. Was ist das für eine C-Kiste? Bin mir ziemlich sicher, dass wir die vorher noch nicht gesehen haben. Okay, es scheint eine andere Art von Checkpoint zu sein. Und ist das der Bonus? Ist das der verdammte Bonus? Scheinbar nicht. Das war sehr, sehr knapp. Ja. Aber egal, wir haben ja aus irgendeinem Grund einen komischen Metall-Checkpoint, also... Ja. Gut, weiter gucken. Die Teile hier aufpassen. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr mit der Fähigkeit arbeiten. Ich glaube, die wird hier in dem Level auch tatsächlich gebraucht. Warum leuchtet Crash eigentlich so, wenn er sich dreht? So, weg damit. Okay, das hat gut geklappt. Okay, gut. War jetzt doch gar nicht mal so ein großes Problem. So, hier aufpassen, das stampft zu. Perfekt. Warum habe ich es überhaupt versucht? Ich bin mir in die Lichter reingegangen, weil ich mir nicht sicher war, ob da irgendwas passiert. Aber ja, es passiert was. Gut, dann ignorieren wir diesen dummen Tod mal. So. Bis jetzt haben wir, glaube ich, alle Kisten, oder? Ich wüsste nicht, wo wir eine übersehen haben sollen. Oh, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, mit dieser Gleitfähigkeit, können wir echt so viele Distanzen überwinden. Ach du Scheiße, was soll das hier denn werden? Na, wobei, mit Doppelsprung ist das ziemlich einfach. Tschüss, Kumpel. So. Checkpoint, perfekt. So.
Also bis jetzt ist das Level relativ angenehm. Kaum sage ich, es passiert sowas. Wobei, wir können einfach da drauf springen. Und alles ist gut. Jetzt, wir scheißen jetzt mal auf die Äpfel. So dringend brauchen wir in diesem Spiel hier dann die Leben auch wieder nicht, weil wir sind relativ gut dabei und wir brauchen hier einen blauen Edelstein. Das ist... Wow, ich war fast runtergelaufen. Das ist jetzt nicht schön mit dem blauen Edelstein. Ich hoffe, dass er nur zu einem extra Edelstein führt und wir keine Kisten dafür brauchen. So. Zack. Und mir ist aufgefallen, wir können tatsächlich, wenn diese Stacheln ausgefahren sind, können wir tatsächlich da durchlaufen. Das ist tatsächlich ziemlich cool. So. Okay, man sieht nicht, wo die runterfallen. Das ist sehr fair. Da wäre ich fast gestorben. So. Zack. Na, komm schon. Und zack. So, perfekt. Die gehen kaputt. Ja. Geh durch. Weg mit dir. Okay. Alles Level hat ein paar Stellen, die man sich erstmal merken muss. Aber wenn man das geschafft hat, dann sollte es relativ einfach sein. So, warte. Hier können wir drüber. Und wenn wir schnell sind, haben wir es geschafft. Gut. Ich hoffe nur, dass am Ende jetzt eine Nitro-Kiste ist, weil ansonsten aber verkackt. So. Das hier ist relativ einfach. So, den ignorieren wir. Ich habe tatsächlich große Angst davor, Gegner anzugreifen. Weil manchmal, keine Ahnung, wenn man ihnen Schaden zufügt, dann wird man einfach trotzdem getroffen. Und das ist ziemlich kacke. So, aber das ist jetzt hier der richtige Bonus. Der tatsächlich ziemlich lang zu sein scheint. So. Viele TNT-Kisten, das gefällt mir weniger. So. Das Level kenne ich aber auch irgendwoher. Also diesen Bonus hier. Ja, den habe ich auch mal in einem Video im Hintergrund von der Expertenrunde gesehen. So. Na, ich habe Angst. Ich habe Angst. Genau deshalb. Egal, alle Kisten und weg hier. War ja nur der Bonus. Selbst wenn wir gestorben wären, hätte uns das kein Leben gezogen. So, ich hoffe, das Level ist nicht mehr allzu lang. Den Kristall haben wir schon. Weg. Aber wir sind anscheinend noch weit vom Ende entfernt. Alle kaputt gegangen? Ja. So, wo lässt du dein Zeug hier fallen? Ganz hinten? Scheint so, ja. Schnell sein und perfekt. Gut, dann lasst uns die Affen in Ruhe. Dann bitte einmal aufmachen hier. Bitte einmal aufmachen hier. Danke. Zack. Und Kristall. Das heißt, der extra Weg war tatsächlich nur für einen Bonuskristall. Und wir können mit dem normalen Kristall und dem Kistenkristall dieses Level verlassen. Das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Was zur Hölle. Okay, die Level werden scheinbar länger. Also nicht unbedingt schwieriger, aber länger. Gefällt mir. Das ist ziemlich cool. Mir fehlt allerdings in dem Spiel immer noch ein Level, was mich wirklich flasht, weil in der Zone des Cortex gab es tatsächlich einige Level, die mich, zumindest im Blind durchspielen, relativ geflasht haben und die ich auch bis zum heutigen Tage als beste Crash-Level aller Zeiten zähle. Und ja, gut, dann wollen wir mal hier gucken. Und hier kommt das berühmt-berüchtigte Fliegen. Ich habe gehört, dass das verdammt schlecht gemacht sein soll. Zumindest im Original. Ich hoffe, und das hier ist ein Remake, also hoffe ich, dass es hier verbessert wurde. Kehre die Flugzeugsteuerung im Optionsmenü um. Oh nein, bitte sag jetzt nicht. Bitte sag nicht, dass die Steuerung inventiert ist, dann drehe ich durch.
Schießt die Luftschiffe ab. Warte. Na. Warte mal. Ich muss gucken, was ich davon halte. Vor allem muss ich die, Dings. Muss die ganzen Kisten mitnehmen. Das war zumindest in der Zone des Cortex relativ einfach, aber ja. Okay, ich sehe schon, worauf die Flugsteuerung hinausläuft. Wir können den Cursor zwar, also das Ding zwar bewegen, aber wenn wir uns mit, wenn wir unser Ziel Dings da, unser Fadenkreuz heißt es, bewegen, dann bewegen wir uns automatisch mit. Das könnte eventuell ein Problem werden. Also abgesehen von der Steuerung, die mich ein wenig irritiert. Oh mein Gott. Die machen aber ein bisschen viel Schaden, meiner Meinung nach. Aber abgesehen von der Steuerung, die mich ein klein wenig irritiert, finde ich das Level gar nicht mal so scheiße. Natürlich, wenn die Schwierigkeit nicht so bleibt. So, den da können wir auch noch zerstören. Perfekt. Wow, Alter. Okay, wie viele Kisten gibt es hier? 11. Da hinten ist noch eine. Ich hoffe, wir schaffen das. Warte, kann man sich nicht irgendwie drehen? Man kann sich nicht drehen, das ist ein Problem. Das ist ein sehr großes Problem. Ich glaube, wenn man die Gegner besiegt, kommen aber neue. Deswegen bringt es, glaube ich, nichts. Das war zumindest in der Zone des Cortex so. Okay. Okay, eine vernünftige Möglichkeit auszuweichen hat man anscheinend auch nicht. Wunderschön. Aber man kann langsamer werden. Das ist auch nur bedingt gut. So, der sucht auch das Weite. Die treffen halt immer. Ich muss die selber treffen, damit die mich nicht treffen. Okay, den habe ich ausgeschaltet. Den auch. Hier einmal Kiste bitte mitnehmen. Hier auch. 4 von 11. Dann können wir das Luftschiff hier zerstören. So, 2 zerstört. Perfekt. Okay, wir haben wieder maximales Leben. Wir müssen versuchen, die Gegner direkt zu zerstören, wenn sie vor uns sind. So, perfekt. Und natürlich die Kisten mitnehmen, nicht vergessen. Moment. Komm, triff ihn. Hab ich ihn getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen, okay. Ah, das war ziemlich kacke. Aber den haben wir getroffen, sehr gut. So, vorletztes Luftschiff. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Waren das jetzt alle? Es waren alle. Okay, perfekt. Den Kristall haben wir. Dann müssen wir uns jetzt nur noch umdrehen. Zack. Und dich hier auch noch. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt gefahrlos umdrehen und das Luftschiff zerstören. Und geschafft. Also abgesehen von der Steuerung ist das Level gar nicht mal so scheiße. Mir gefällt's. Aber jetzt auch wirklich geflasht hat es mich jetzt nicht. Komisch aber, dass solche Art von Level erst in Welt 4 auftauchen. Naja, wir werden schon sehen. So, und wir können eigentlich noch ein drittes Level schaffen, oder? Eigentlich schon. So, da haben wir den normalen Kristall und den Kistenkristall. Sehr schön. So, hör auf damit. Zurück zu Crash und Level 18. Das ist, oh, ein Jetski-Level. Okay, diese Welt scheint ein bisschen auf Coco spezialisiert zu sein.
So sieht man sich wieder, Crash Bandicoot. Uka Uka, unter der Kontext wollen, dass ich dir eine Lektion erteile. Tja, ich habe seit unserer letzten Begegnung meine Mechanik überarbeitet. Also zieh dich zurück oder werde gelöscht. Okay. Du wirst nicht weiter. Folge dem gelben Pfeil. Achso, du weißt nicht weiter. Folge dem gelben Pfeil oben über dem Bildschirm. Ja gut, wäre ich auch ohne deine Hilfe draufgekommen, Spiel. Warte, drehen wir uns mal um. Ist irgendwas hinter uns? Nein. Okay. Gut, das heißt, wir müssen wieder ein wenig vorsichtig agieren, um überall vorbeizukommen. Und natürlich um alle Kisten mitzunehmen. So, wenn gerade nichts vor uns ist, können wir Vollgas geben. Zack. Oh, die Kiste solltest du mitnehmen, Coco. Würde ich dir doch bitte sehr empfehlen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nur wegen dem Kistensammeln komplett Überlänge haben in dem Level. Ja, das war jetzt dumm von mir. So. Okay, den Anfang kann man relativ gut durchspeeden. Na. Na, ziemlich gefährlich, aber egal. Darf ich mal anmerken, dass das Wasser in dem Spiel wirklich, wirklich schön aussieht? Also, da kann man echt nichts gegen sagen. Das Wasser hat eine 1A-Textur. Das sieht wirklich, wirklich geil aus. Okay, da ist nichts mehr. Haben wir nichts verpasst. Und zack. Warum habe ich das Gefühl, dass hinter dieser Insel Kisten sind? Ah, Moment, wir können um die Insel herumfahren. Also, alles gut. Da hinten sehe ich sogar Ende mit den Kisten. So, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Typ? Aber hier scheint tatsächlich nichts mehr zu sein, okay. Schnell durch. Das war knapp. So. Oh, das ist nervig. Ja, das ist ein kleines bisschen nervig in dem Level, die Kisten zu sammeln. Aber ansonsten habe ich da gerade wirklich Schaden genommen. Okay, wir müssen von der anderen Seite kommen. Also geht das Level doch noch ein bisschen. Von voller Kanne dran vorbei. So gefällt mir das. So. Und jetzt aber. Sehr schön. Hallo, Coco. Hat es eigentlich einen Grund, warum die... Nein, ich dachte gerade, durch die gelben Bojen kann man durchfahren, aber scheinbar nicht. Weil ich weiß, irgendwo... Coco? Ich weiß, irgendwo in diesen Jetski-Levels, ich glaube sogar im ersten, gibt es eine Secret mit Fake Crash. Ich glaube, den kann man hier sogar in jedem Spiel finden. Also in jedem der klassischen halt, Teil 1, 2 und 3. Kann ich hier rausfahren? Nein, aber warum sind denn da Leben? Okay. So, hier rein. Aufpassen. Ist da auch noch eine Kiste? Nein, hier nicht, also können wir weiter. Hab ich sie erwischt? Hab ich jetzt nicht gesehen. Doch, ich habe alle erwischt, okay. Ah. So. Okay, an dem Hai vorbei. Bisschen aufpassen. Da oben eine Kiste. Nein, warum ist denn hier dann eine Rampe zurück? So, Checkpoint. Hier sind keine Kisten. Da vorne ist eine. Ja, das Level ist doch schon relativ lang. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor, weil ich hier die ganze Zeit mich permanent im Kreis drehe und versuche, die Kisten mitzunehmen. Alter, das ist ein großes Areal. Das gefällt mir nicht.
Was? Ist es euer Scheiß Ernst, die Möwen können einen töten? Okay, gut. Passen wir dementsprechend also ein bisschen auf. So, nein, 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 Coco, pass auf. Nicht in die Bomben reinfahren. So. 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 Okay, wir dürfen die Möwe anscheinend nicht rammen. So. Aber das Areal ist so groß, das gefällt mir nicht. Warte mal, das hier scheint optional zu sein, also fahren wir mal hier lang. Na, natürlich nicht alle mitgenommen. Und ja, es war wirklich optional, das ist hier einfach nur so ein Kreis. Aber wie komme ich dann da hinten an die Leben ran? Naja, wie auch immer. So, vorsichtig und drüber. Das war scheißknapp. Okay, gut, dann können wir jetzt weiterfahren. So. Hier ein bisschen aufpassen wegen den Kanonen. Ich drehe mich mal so rum. Dann stehe ich nämlich still. Und kann in aller Seelenruhe, naja, das war jetzt nicht aller Seelenruhe, aber okay. Dann versuchen das mitzunehmen. So, durch. Hat auch geklappt. Da ist der Kristall. Müssen wir aufpassen. Hä? Habe ich gerade durch den Kristall durchgeglitscht? Okay, gut. Dachte gerade schon, da wäre jetzt ein Glitch, dass ich den nicht einsammeln kann. Dann wäre ich aber wütend geworden. Und ein Checkpoint? Was? Kommt schon, beendet das Level jetzt. So, oh, das ist so eng hier, das gefällt mir nicht. Zu groß gefällt mir nicht und zu eng gefällt mir nicht. So, aber da hinten sehe ich das Ende, also allzu viel scheint nicht mehr zu sein. So, an den Bomben vorbei. Die Kisten mitnehmen, wie viele haben wir? Oh, wir haben alle! Sehr schön. Dann nehmen wir uns hier noch das Leben mit. Den Kristall und können hier raus. Ja, das war doch gut. Wir haben echt was geschafft heute. Das möchte ich doch sehr gut heißen. Und wir haben tatsächlich 3 Minuten Überlänge. Aber gut, mit etwas längeren Parts, das sollte nach meiner Inaktivität in der letzten Zeit doch, solltet ihr doch, denke ich mal, sehr begrüßen. Also gut. So. Zack, da haben wir die beiden Kristalle. Coco, hör auf zu tanzen. Und da sind wir wieder mit Crash. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es weiter mit Level 19. Future Freeze. Was auch immer. Gut, also Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr euch erschützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute.